Oranienbaum nicht weit von Dessau, mitten in Anhalt. Wie der Name des Schlosses und der Ortschaft schon sagt, hat beides mehr mit dem Hause Oranien zu tun als mit Anhalt. Zur Hochzeit im Jahre 1659 bekam Henriette Katharina von ihrem Gemahl das Dorf Nischwitz geschenkt. Erst später benannte sie es in Oranienbaum um und gestaltete es nach eigenem Ideenplan. Bis dahin konnte ihr Anhalt nichts bieten, so ausgeblutet, verwüstet und verschuldet, wie es nach dem Dreißigjährigen Krieg war. Die Oranier dagegen profitierten als Statthalter der Vereinten Provinzen vom rasanten Aufstieg der Niederlande als Seehandels- und Kolonialmacht. Mochten auch noch so viele orange-blaue Luftballons beim Staatsbesuch von Königin Beatrix jüngst in Oranienbaum in die Luft steigen und sich die Jubelkinder in ebensolchen Farben kleiden, vom Anblick des Ocker-Orange-Tons ihrer Urahnen muss sich das Oberhaupt des Hauses von Oranien ebenso verabschieden wie alle anderen auch. Und das sind wirklich alle, denn es liegt mehrere Generationen zurück, dass sie aufgetragen wurde, diese Farbe. Schritt für Schritt, je nach Lage der Fördermittel, gewinnen die Restauratoren das Farbschema der Urfassung zurück, soweit sie es aus Befunden ermitteln konnten und wie es zuletzt um 1850 auf einem Porzellanteller dargestellt wurde. Momentan ist hier die Ausstellung Dutch Design zu sehen. Niederländische Designer stellen ihre kreativen Ideen zur Schau und das ist sehr sehenswert. In Oranienbaum sind bislang erst die Seitenflügel restauriert worden, mit dem Putz in Eierschalenweiß und den architektonischen Details in dunklem Anthrazitgrau. So wird sich eines Tages auch der Mittelflügel präsentieren, umso krasser wird der Kontrast mit dem Innenleben ausfallen. Das Schloss war einst von überquellender Pracht ausgestattet, doch vom Immobilieninventar ist am Ort so gut wie nichts erhalten. Und was an festem Raumschmuck blieb, von Stuckdecken, Wandmalereien, Tapeten, das muss genauso langfristig restauriert werden, sofern es überliefert ist. Das Schloss selbst war einst Eldorado fürstlicher Lebensart. Zum Garten hinausschauend speiste man im ringsum in Delfter Kacheln gefliesten Saal. Zur Schaustellung des Porzellans diente der nördliche für das Kristall und das Spiegelglas der südliche Seitenflügel.